Hallo, weiter geht es mit dem Go-Getters Club, World's End Club. Wir sprechen hier mit allen, na, nicht mit allen. Wer war denn jetzt am wichtigsten in der letzten Situation? Gut, Jenu war, die ist jetzt gerade total ihrem Seifenopern-Element. Die hat ja gemeint, von wegen, irgendwas fand sie ja richtig geil hier, von wegen mit ihrer Schwester und Seifenoper und sowas. Nioro, die ist, ich glaube, gerade in sich selbst verliebt, ne? Die hat ihr Spiegelbild entdeckt und dann sagt, oh mein Gott, bist du schön. Dich würde ich knallen, wenn ich lesbisch wäre und wenn ich halt eben mich nicht, also mich selber und so, ne? Und er wieder am Fressen, ne? Ist klar. Eigentlich ist niemand wirklich gerade so wichtig, tatsächlich. Irgendwie habe ich noch nicht mal großes Bedürfnis, mit irgendjemandem zu reden, weil ich das Gefühl habe, die treten auf der Stelle. In den Kommentaren stand aber drin, das wird alles noch aufgeklärt, alle Fragen werden noch aufgeklärt und es wird alles noch wichtig. Ich frage mich nur, wie viel kann denn noch kommen? Wie viele Enten gibt's denn noch, Pochi? Sag mal. Supposedly, a brilliant Japanese scientist created Mike. Ja, und ich gehe schwer davon aus, dass das was das Nioros Vater war. Neon said, right? I didn't know someone capable of that existed in Japan. Do you think that person knows how to stop Mike? Naja, gut, wenn die Person Mike erfunden hat, wird sie hoffentlich auch wissen, wie man Mike wieder stoppen kann. Oder es sei denn, es wurde keine Sicherheit eingebaut, was ich mir nicht vorstellen kann. Gut, das heißt, das mit Mike und so weiter. Ich würde gerne mal mit Aniki reden. Der ist so verschwiegen und im Hintergrund und so weiter. Was geht in dem sein Kopf gerade vor? Wünscht er sich vielleicht auch eine Fähigkeit zu haben? Die Fähigkeit, seine Hände aus den Taschen zu nehmen? The monitor drones Neon mentioned. He said we can't see them, but they're flying everywhere. That means there are some around here watching us. I don't like it. It makes me nervous being watched like this. Dann solltest du niemals ins Big Brother Haus gehen oder YouTube machen. Da fühlst du dich auch ziemlich beobachtet. tatsächlich finde ich dieser Gedankengang natürlich auch total komisch. Also ich kann Aniki da voll und ganz nachempfinden, denn die ständig beobachtet zu werden, fände ich jetzt auch nicht gerade prickelnd. Nur, ich glaube tatsächlich, dass er, ich glaube, auch ziemlich sauer wäre, wenn jetzt einfach ein Stinkekäfer hier ins Camp reingehen würde. Einfach nur dran vorbeilaufen. Das würde ihn auch schon sauer machen, weil Aniki generell einfach immer scheiße drauf ist. And what are they supposed to be doing for us anyway? It may be some kind of super AI, but all it's doing is watching, protecting people? What a lie. If that were true, how come it didn't protect her? Damit meint er wahrscheinlich Vanilla, ne? Ja, und alle anderen, vielleicht noch mit Yuki. Mr. Rachel, I told you underground, I was a fan of the. Oh nein, jetzt reden die doch wieder über dieses Theater. Ja, ist hier schön und gut. Ich kauf euch zwei Theatertickets, falls das Theater noch da ist, falls man Tickets kaufen kann, falls wir irgendwann wieder lebendig wieder hier rauskommen, falls wir irgendwann Zeit haben, das zu machen. Ich verspreche euch alles in die hohle Hand. Aber bitte quatscht mich nicht damit voll. Wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Ich meine es ernst, wirklich. Ich will so viele Fragen beantwortet kriegen, aber nicht über dieses Theater. Miss Janu and I bonded over it earlier. Yeah. I never knew you were a Fuki Yomami fan, Yuki. Ich wusste auch nicht, aber ich hab's auch nicht vermisst zu wissen. I mean, Yomami is the top actress for playing the men's roles. Yes. Well, I didn't think you'd be a Risa Hamafuna fan either. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Okay. Hamafuna is the top actress for the lady roles. Ja, finde ich auch. Of course. There are a few actors for the male roles I love too. Ah, ich auch, vor allen Dingen Typen, den einen, ne, der so männlich ist. But Hamafuna is so elegant and beautiful. Mm, oh ja, so schön. Ja, die Haare, ne? Die hat ganz viele auf dem Kopf. Ja, hat auch mein Herz ergriffen. Ja, definitiv, nachdem ich es fast rausgerissen habe vor Schmerzen. Exactly. You're amazing, Yuki. Aber wirklich. Ja, wirklich verstanden. Ich habe es nämlich nicht verstanden. Oh, gut, dass Yuki wenigstens verstanden hat. Seriously, nothing makes me happier than this. Das ist sehr, sehr beruhigend, dass dich das glücklicher macht als alles andere.
Das heißt, du bist sehr oberflächlich. I never thought I'd find someone in the Go-Getters Club I can talk about Hoseki Zuka to. Und mit mir kannst du da auch sprechen darüber, aber allerdings wird unsere Konversation ziemlich kurz sein. Ich würde dir halt einfach zustimmen in allem und dann würde ich so tun, als würde ich es verstehen. I wish we could have more people join us. I wish the others could see how amazing Jose Kizuka is. But I don't think they'd get it. Ja, stimmt. Also, die sind nicht so intelligent wie ihr. That's not true. Where there's a will, there's a way. Yeah, I guess I should try. Ja, bitte, quatsch alle anderen voll, nur nicht mich. Will you help me, Yuki? Of course. Okay, then. Rachel, let's start with you. Habe ich gerade eben Spanisch gesprochen? Du sollst mich mit dem Scheiß in Ruhe lassen. Es tut mir leid. Ich will andere fragen. Was sind das für Aliens? Eine andere Welt mit Aliens. Wo sind die anderen Menschen? Was ist mit Mike? Wieso haben wir Fähigkeiten? Was sind die X-Types? Wo kommt Yuki her? Warum haben wir überhaupt irgendwo hier eine Nuklearkatastrophe gehabt? Wo ist der Krieg ausgebrochen? Ist überhaupt Krieg ausgebrochen? Ist mehr als ein Jahr vergangen? Ich habe so viele Fragen, aber nicht über diesen Scheiß. Ja, Entschuldigung. Okay, let me start by telling you the history of Hoseki Zuka. Hoseki Zuka Theater was established in 1913. Ach so, ja, okay, ich habe gedacht 1914, aber gut, ja, ich konnte mich irren. Und das ist der Grund, warum ich beim Campen nicht mit allen quatsche. Das war total unnötig, aber lustig irgendwie. Ne? Ja, also ich denke mal, das waren die wichtigsten Personen, mit denen ich reden wollte. Gut, bei Yuki habe ich mich getäuscht, aber ich glaube, Aniki und Pochi sind so die wichtigsten, mit denen ich jetzt momentan Konversation führen möchte. Gut, machen wir weiter und gucken, was weiter passieren wird. You guys have a moment? Ja, Pai. Wirklich, ich habe wirklich einen Moment Zeit für dich. Weil mir die Ohren schon bluten wegen diesem Theater und ich hoffe, du redest nicht von diesem Theater. Ist das nicht die Stelle, wo sie sagt, dass Vanilla die Drahtzieherin ist? Something super important. Oh, you too, Pai? Same here, actually. Okay. What? It's about how humanity lost their emotions, right? Oh, well, no. Then me too. Also ich habe, nur damit ihr es versteht, ich habe gerade eben auf Pause gedrückt, weil ich wissen wollte, ob ich diese Szene überspringen kann. Also das heißt, ich kann sie nicht überspringen. Es gibt hier offensichtlich Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Me too. I remember too. I think the signs were there from a while ago. Woran erinnern die sich? Könnte mich jemand aufklären? Probably about 3 years ago. Was ist well, passiert? Considering the time we slept in the pods, I guess it's actually 4 years ago. Anyway, people started to gradually lose their emotions from the summer of 1992. Willst du mich verarschen? Das Ganze wurde auf lange Hand geplant? Das heißt, das, was jetzt hier passiert, ist schon vor mehreren Jahren hat angefangen? People in class suddenly started to act cold. They laughed and cried less and less each day. Back then, I thought maybe that just means they're all growing up or something. But it wasn't that. People were starting to lose their emotions. And it wasn't just kids that it was happening to. The teachers, parents, and other adults too. The only ones that were left with their emotions were us. Okay, das ist natürlich jetzt echt eine ganz krasse Information überhaupt generell. Was ich allerdings nicht ganz verstehen kann, ist, wieso zur Hölle erinnern die sich genau jetzt und vor allen Dingen alle zur gleichen Zeit? Was ist denn jetzt passiert? Weil wir über das Theater geredet haben, oder was? Nee, ernsthaft? Haben die irgendwas Falsches gegessen? Wir lachten viel. Und wir haben auch geweint, weil wie kalt alle anderen geworden sind.
Yeah, I remember Kansai going off on everyone with, "How come you're not laughing?" Swinging his bat around like a crazy person. What a nut. You're one to talk! Anyway, it was April, 1993. They'd gathered us all together in that classroom in Tokyo. You're all terrible children! Absolutely good for nothing! That's what the teacher said, right? Yeah, but it wasn't for the reasons we thought. It was because we still had emotions. Das heißt, sie waren sozusagen damit, dass sie noch die Gefühle hatten, die Außenseiter des Ganzen. Aber das haben die einfach so hingenommen? And that's how the Go-Getters Club came to be. That's how we met each other. But how come we'd forgotten that up to now? Stimmt, das ist eine wichtige Frage und vor allem, ich finde es super, dass sie jetzt erklärt haben, wie der Go-Getter. Das ist eine Frage, die ich mich noch gar nicht gestellt habe. Aber das ist allerdings auch unheimlich wichtig. Wie kam dieser Go-Getters Club eigentlich zustande? Weil wenn du jetzt mal jeden einzelnen Charakter hier als Einzelperson siehst, würdest du doch niemals vermuten, dass diese Gruppe so, wie sie jetzt da ist, zusammengestellt werden kann. Es sei denn, das sind halt Kindergartenfreunde. Dass sie halt einfach seit der Kindergartenzeit irgendwie in Zusammenhang stehen, weil sie damals halt einfach viel Zeit miteinander... Weil im Kindergarten sind ja alle Kinder ungefähr gleich. Und dann sind sie halt einfach zusammen erwachsen geworden. Aber tatsächlich habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, wie die eigentlich zustande gekommen ist, die Gruppe. Jetzt wissen wir es. Our memories were stolen when we were in the pods at the amusement park. So are you saying it was the mastermind that made us play the fake game? Not really. In fact, I'm sure that's wrong. Jetzt erzählt sie nämlich den anderen, dass Vanilla die Drahtzieherin ist. How can you be so sure? Cause, you see, the mastermind that made us play the fake game was... Vanilla! Was? Entschuldigung, klang das ehrlich? What? So, und ab jetzt müsste es ja eigentlich wieder das sein, was wir schon kennen, oder? Also wir kriegen jetzt die ganze Geschichte aufs Brot geschmiert. Genau, hier geht jetzt wieder die Story wieder... tatsächlich doch nicht. Es ist doch ein anderer Storyzweig. Aber eigentlich müsste Pi doch jetzt einfach die ganz normale Geschichte um Vanilla jetzt weitererzählen, würde ich jetzt mal vermuten, ne? Also, ne? Und ja, ich kann mich wieder erinnern, ja, da war was und so weiter. Och, hey, Pi! I know I'm being a pain, but tell me one more time. Why would Vanilla make us play a fate game? Nur zur Vorsicht, vorsichtshalber. Ja, wir können diese eigentlich nicht überspringen, es ist ein neues. I told you so many times already. Pi was the first one to wake up and come out of her pod. And you talked to Vanilla then, right? Well, yeah. It was only for a few minutes, though. Listen, I need everyone to play the game of fate. Everything's all ready, so we just need the others to come out of their pods. There's not much time, so I'll keep this short. Anyway, this is the only way we can remove everybody's brainwashing. I'm sure we were all brainwashed at that time. And to fix that, we needed to be exposed to a life or death situation. Hat man damals eigentlich auch, oh, ich habe schon wieder vergessen, hat man damals aufgeklärt, warum Pi eigentlich auch einer Gehirnwäsche unterzogen wurde? Weil ich meine, selbst wenn Vanilla Pi dazu gebracht hat, ihr halt eben das zu sagen, wir müssen dieses Spiel spielen, weil, ne, ihr wisst ja den Grund, Pi wurde ja letztendlich auch gebrainwashed. Das heißt, sie konnte ja gar nicht wirklich helfen. Sie wollte ja auch unbedingt gewinnen. Sie hat ja auch Dinge getan, um die anderen irgendwie umzubringen. Oder halt eben, ne? Ihr wisst, was ich meine. I guess Vanilla knew that. But why would Vanilla tell Pi that? Oh! That? Don't worry, okay? I know I say game of fate, but no one's gonna actually hurt each other. So in a way,
this is like a prank. But someone could get really hurt. You know what I'm saying? And that would be like super, super bad, right? So, Pi, you were the safety mechanism in case something unexpected happened? Ja, aber sie konnte sich doch gar nicht daran erinnern. Erst als die Brainwash-Phase vorbei war. Yeah. You know how Vanilla is a ghost, right? So I guess she needed someone with a physical body to help her. Sie hat einfach mitgespielt, einfach aus und hat dann sozusagen ein bisschen fake a ghost, gespielt. Huh? As a daughter of a scientist, it's hard for me to accept it. But hearing all this. Okay, es ist halt irgendwie schon irgendwie das ganze Zeit das gleiche, aber vielleicht kommt doch noch irgendwas Neues, Informatives. So then you believe that Miss Vanilla exists? Yeah, I do too. Wow, Vanilla was really with us, huh? Pochi, Rachel, did you guys know about this? Of course we didn't know. And Vanilla said nothing during the trip? Nope, nothing. I wonder why Vanilla didn't tell us the truth. I also wonder how Vanilla knew about the brainwashing and how to lift it. Gut, das sind halt einfach Informationen, die wir mittlerweile ja halt wissen, ne? Also so zumindest im Ansatz wissen, ne? Weil Vanilla halt damals wach war, während alle anderen irgendwie K.O. waren und reingestopft wurden in diese Kapseln und so. Also wir wissen da ja schon einiges, deswegen gehe ich ja jetzt auch nicht mehr so tief drauf ein. Do you know how, Miss Pi? Beats me. We're going to have to ask Vanilla in person. Hey, can I ask you something? What the heck are we doing at the Great Buddha in Nara? Sind sie jetzt irgendwo hingegangen, wo sie gar nicht wissen, wo sie sind? We were heading east from Kyoto, right? How did we end up in Nara? Did we make a mistake and come south? Okay, jetzt kommt der große Plot-Twist, auf den ich gewartet habe bei dieser Szene. Das Neue, das, was wir hier eben noch nicht kennen. Die sind irgendwie falsch gelaufen? But how would you mistake east and south? Pochi was the one navigating. Pochi hat einen Fehler gemacht. Das stand übrigens auch in den Kommentaren drin. Pochi hat einen Fehler gemacht. Vielleicht ist das dieser Fehler. Pochi said his console has a built-in compass. Maybe the Earth's geomagnetism is messed up. Der Erdmagnetismus der Erde durcheinander. Ja, genau. Also, dass deine Konsole vielleicht fehlerhaft sein könnte, ist total abwegig. Die Erde muss kaputt sein. And because of that, the compass didn't work right. Huh? I swear. Believe me. Ja, natürlich glaube ich dir. Ist klar, die Erde ist kaputt. Wir brauchen eh schon seit langem eine neue. Da ist auch ein Loch in der Ozonschicht. Wir holen uns eh eine neue. Well, plenty of weird things have happened. So it wouldn't exactly surprise me. The earthquakes don't seem like they'll calm down either. So maybe the whole Earth itself is screwed up. Vielleicht kommen ja die Dinosaurier bald wieder. Ich warte schon auf den neuen Jurassic Park-Film. So what should we do now? It doesn't change the fact that Nagoya should be our next target. Was ihr auf jeden Fall tun könntet, ist nicht hin und her laufen. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Ist das noch wichtig für die Geschichte? Es kann ja sein, dass das sogar Absicht ist. Sie sind erst bei diesem Feld mit den Rehen. Auf einmal sind sie in irgendeinem Fabrikgebäude oder sonst irgendwas, halt häusermäßig oder stadtmäßig, irgendwas war da jetzt gerade. Und auf einmal sind sie wieder bei den Rehen, weil das Ambiente hier viel schöner und beruhigender ist? Oder was ist jetzt los? Ich verstehe nur noch Bahnhof. Sie regen sich auch noch gerade darüber auf, dass sie auf einmal in einer anderen Stadt sind, wo sie ja eigentlich gar nicht sein wollten. Das heißt, sie laufen schon die ganze Zeit irgendwo falsch lang. Kann passieren, wenn man sich halt einfach nicht auskennt. Aber wieso wechselt ihr denn die ganze Zeit bei eurem Gespräch dass die Ortschaften? Das verstehe ich nicht. If we're going to Tokyo, we have to pass through Nagoya. If we go from here, would it be east, northeast? Yeah, let's head that way for now. Even without a compass, if we know where the sun is in the general time, we can infer the direction. Das stimmt. Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. So habe ich mir das gemerkt. Then let's just go, huh? Playing around with the deer here won't get us anywhere. Yeah, for sure. Okay, we're off to Nagoya!
Auf geht's nach Nagoya. Da kommen wir wenigstens ein Stück weiter jetzt hier, wa? Gut, diese Storyline kennen wir ja schon. Das ist alles bekannt. Und ab hier geht es wieder einen abstrusen Weg. Und das ist die letzte Entscheidung, die wir treffen können, Leute. Jetzt kommt die letzte Entscheidungsphase. Das heißt, ab jetzt gibt es dann höchstwahrscheinlich ein neues Ende. Ich bin mega gespannt. Wir überspringen das, weil es auch geht. Und kümmern uns um einen alternativen Weg. Eine alternative Timeline. Ich freue mich drauf. Ladezeit, schnell. Komm, schnell. Wir müssen das schaffen. Pielololoon! Long time no sea monkeys. It's me, Pielopi. Was? Ernsthaft? Okay, das kann ich auch überspringen. Ach komm, ihr wisst doch, das ganze Ding kennen wir doch schon. Wisch, wisch, wisch. Kann ich das auch überspringen? Das muss ich nochmal machen? Muss ich sie nochmal besiegen? Kann ich die Karte angucken? Gut, hier ist die Karte, aber, muss ich den Kampf nochmal gegen sie machen? Boah, ist das, also das ist jetzt aber echt, also, dass ich den ganzen Quark jetzt nochmal tue, dann hätte ich jetzt gar keinen, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Bock zu. Vorne, ich schneide euch das dann, das müsst ihr ja jetzt nicht nochmal sehen. Also ich spiele bis dahin, wo es halt eben wieder interessant für euch wird, weil, ja, das tue ich euch jetzt nicht an. Ich habe selber schon keinen Bock dazu, das alles jetzt nochmal zu machen. Ich will Fragen beantwortet bekommen, ich will wissen, wie es in dieser Geschichte weitergeht. Und wir haben ja schon festgestellt, das Gameplay in diesem Spiel ist absolut irrelevant und nicht wirklich schön. Deswegen bin ich halt einfach nicht erpicht darauf. Ich will wissen, wie es weitergeht, aber ich will nicht wissen, wie ich alles nochmal machen muss. Also ich schneide jetzt, okay? So, liebe Leute, jetzt kommt dann gleich der Punkt, an dem wir uns wieder entscheiden müssten. Könnt ihr euch aber noch daran erinnern, dass wir damals, als wir uns an dieser Stelle entschieden haben, eigentlich gar keine wirkliche Wahl hatten oder beziehungsweise das Spiel wollte, dass wir uns für einen Weg entscheiden. Ich habe natürlich jetzt nicht rausgefunden, ob wir uns vielleicht auch für das andere hätten entscheiden können. Es sah halt einfach so aus, als ob wir das eine nehmen sollten und ich habe es gar nicht erst probiert, das andere zu nehmen. Jetzt schauen wir mal, ob sich jetzt was verändert hat. Ich habe lange nachgedacht. In meinem Kopf ging mir viel im... warum, ne? Was soll ich jetzt tun? Warte, ich kenne diese Situation. Wenn das der Fall ist, dann ist das hier... Das ist das wirklich schlimm. Wenn ich so weitermache, steht die Zukunft fest. Ich muss mich sofort entscheiden. Die Antwort, die ich wählte, war... Genau. Um Aniki zu retten, auf den zweiten Wagen aufspringen? Nein. Genau, das hatten wir das letzte Mal, glaube ich, gemacht. Auf den zweiten Wagen aufspringen und die anderen sind alle mitgekommen. Und das hier war so ein bisschen ausgegraut, so macht das auf gar keinen Fall. Das machen wir aber jetzt. Mal gucken, was passiert. Stimmt, diese Zukunft hat eine Chance. Es ist super gefährlich, aber ich muss ein Risiko eingehen. Bitte lass es funktionieren und los geht's. Vor allem bin ich gespannt, was halt jetzt passiert. Ne? Ich meine, wenn wir den Knopf drücken und alles, alle sterben durch ein Zugunglück oder so. Könnte ja durchaus auch sein, oder? Warten, heißt's. Da. Ich weiß nur nicht, bei SOS-Knöpfen ist es nicht meistens so, dass sich dann jemand meldet. Danke, dass Sie diesen SOS-Knopf gedrückt haben. Gleich wird sich jemand bei Ihnen melden. Bitte warten Sie einen Moment. Tip, 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 tip. Oder irgendwie so. Huh? What?
Könnte es sein, dass dadurch, dass wir Aniki jetzt quasi alleine gelassen haben in dem zweiten Waggon, dass er jetzt seine Superkraft entwickelt? Und wenn er und nur durch seine Superkraft können wir quasi dann die Zukunft verändern? So könnte ich mir das jetzt zusammenreimen. It's no good. He can't hear me. Oh no! What should I do? Well, let's get this started. Yeah. Bring it on, monster! I'm going to protect that. I'll never lose anyone again. Because they're my precious friends! My precious. Das erinnert mich so ein bisschen an Herr der Ringe Gollum, ne? Ja, und er entwickelt tatsächlich eine Kraft. Wer hätte es gedacht, hm? Ich wollte es auch noch mal kurz geschrien haben. Where is he? I don't see Penelope either. Everyone, look! Aniki! Ist er tot? Aniki! Nein. Aniki! Wake up! Alter, ich kann peinlich nur lange zu. Ich weiß, es ist eine tragische Situation. Alter, aber die quietscht, ey. Das ist unglaublich. Everyone else? Sorry, I was late. That train's brakes were broken, so it took a long time to slow down. Who cares about that? The important thing is Aniki okay? Damn, bro, that was reckless. Seriously, don't scare us like that. Kannst du versuchen, ein bisschen noch höher zu kommen? Dann versteht die bestimmt auch die Katzen der Nachbarschaft. Aniki, you stupid fool! Doch, doch, ich glaube, in der Ferne habe ich ein Hundejaulen. Doch, doch, die antworten ihr gerade. Entschuldigung, aber das ist halt echt so. Aber was war jetzt seine Power? Ein riesengroßer Schlag? Oder, also, jetzt im Ernst jetzt. Da war so, oh, irgendwas war da, ja. Aber was genau war da seine Power? Aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass er seine Power gekriegt hat. Und ich glaube tatsächlich, dass das noch für die Endentwicklung wichtig ist. Aber ihr seht, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Das werden wir aber heute nicht mehr machen, sondern das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder und denkt bitte an die Bewertung. Bis zum nächsten Mal bei World's End Club. Tschüss.